Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute machen wir eine kleine schmutzige Nummer und zwar machen wir heute Leberkäsburger direkt von der Feuerplatte. Was ihr dazu braucht und wie es funktioniert, seht ihr in diesem Video. Dazu sind wir da. Viel Spaß dabei. Also Zutaten sind total überschaubar. Ich habe hier Leberkäse und zwar rohen und ich würde das auch nur mit roh machen an der Stelle. Dann habe ich hier, oh ich liebe das, Scheibletten. Steine ich mich, aber für so Sachen finde ich sowas einfach geil. Ganz wichtig ist für so eine Aktion Barbecue-Soße. In dem Fall habe ich was Neues hier. Bloodbath Barbecue-Soße in 0RH Lecker. Wirklich grandios, großartig. Das ist der Prototyp. Die ist nachher noch ein bisschen roter. Kann man dann so hinhängen und kann sich damit Infusion geben. Übrigens bei der Gelegenheit, geht los, spendet Blut. Ist immer eine gute Idee, auch wenn wir hier Quatsch machen. Dann habe ich ein bisschen Bacon, ein bisschen Zwiebeln, zwei Eier, zwei Burgerbrötchen. Dann so ein bisschen Spachtelzeug, ein bisschen Öl. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Und falls euch hier zu schnell war, seht ihr hier unten die Adresse, wo ihr das Rezept, wenn es schon online ist, überall nachlesen könnt. So viel. Als allererstes ein bisschen Öl auf der Platte und eine Handvoll Zwiebeln drauf tun. Die grillen wir immer erst kurz hier an. Das dauert bloß 10 Minuten. Und wenn die so ein bisschen angebraten sind und leicht Farbe ziehen, dann ziehen wir auch hier auf der anderen Seite von der Platte. Weil ich jetzt bei meiner Grillplatte das immer so habe, dass ich mir hier unten einfach ein Feuerchen mache, dann habe ich hier so einen heißen Bereich und hier drüben einen ziemlich kalten Bereich. Dann kann ich das alles hier rüber tun. Hier drüben wird es ganz entspannt warm hier halten, oben am Rand. Habe da keinen Stress mit und kann hier gleich weitermachen. Und zum Weitermachen setzen wir jetzt hier so kleine Baconhäufchen hier auf. Ungefähr so. Dann habe ich mir die Handschuhe ein bisschen eingeölt. Meine lieben Herren, keine Sorge, wir bleiben hier uns entspannt. Und machen uns so eine kleine Buletten hier aus dem. Aus dem Fleischkäse dreht und setzen den schon mal da oben drauf. Und Nummer 2. Dann nehme ich mir so eine Palette, so was hier, so einen Pfannenwender großen und drücke den im Prinzip auf dem Bacon breit. Was immer wichtig ist, auch hier das Ding immer so ein bisschen einfetten, dann bleibt er nicht kleben. Also auf dem anderen zeige ich euch das auch nochmal. Ungefähr so. Und dann braten wir die so ungefähr 3-4 Minuten von jeder Seite richtig an. Unsere Brötchen, die können wir auch schon hier oben an den Rand legen. Denen passiert hier auch überhaupt nichts. Die werden da schon ein bisschen warm, herrlich. Dann kommt noch ein Spiegelei dazu, beziehungsweise ein Spiegelei pro Burger. Normalerweise schaffe ich nie zu viele Eier hintereinander, ohne kaputt machen, hinzubekommen. Oh ja, guck mal, geht doch. So, dann drehen wir auch schon unseren ersten Speck-Patty um hier. Mega. Und grillen die von beiden Seiten schön an. Dann packen wir gleich den Käse oben auf den Bacon. Und da der Schmelzkäse ist, macht der. Zerläuft der ziemlich von alleine. Da brauchst du keine Glosche oder irgendwelchen Zauber. Und das Schöne ist, wir können unser Leberkäsburger direkt auf der Platte hier zusammenbauen. Wir nehmen also so ein Unterteil, so ein Burgerbrötchen. Packen da eine schöne Portion von unseren angeschmorten Zwiebeln drauf. Dann schnappen wir uns hier so ein Burger. Und ihr seht, der hat noch die richtige Größe. Er steht ein bisschen über. Das mag ich persönlich sehr. Dann kommt das Rührei oben drauf. Das war kein Rührei, mein Schatz. Stimmt, das ist ein Spiegelei. Du willst wohl nicht abhaben, oder? Wenn du so frech bist. Oh, bitte. Und dann Deckel hier mal ein bisschen von dieser roten Barbecue-Soße hier dazu. Und ein bisschen Angeber-Petersilie oben rüber. Damit sieht alles schöner aus. So. Und Deckel schließen. Fertig. Und wenn wir schon bei sind, machen wir auch einen klassischen Mittelschnitt durch den Burger. Jetzt läuft hier drüben das ganze Ei raus. Naja. Herrlich. Guck mal, so sieht das Ding von innen aus. Bleibt kaum aufeinander. Mega. Sieht aber super aus. War? Sehen die nicht hammergeil aus? Schön, nicht nur wie das Eigelb da rausläuft. Richtig cremig runter. Mega. Und ich habe ein schwarzes T-Shirt an und ich würde euch beraten bei so einer Aktion. Immer ein schwarzes T-Shirt, ein Lätzchen, keine Ahnung, Malerfolie. Könnt ihr euch einfließen von oben bis unten, dass ihr mit dem Kercher sauber zu machen seid. Euch fällt schon was ein und ich würde sagen, jetzt schnappen wir uns das Ding hier und dann rein in die Hullebirne. Ein Killer.
ein Killer. Also Kalorienkiller auch. Also sehr bestimmt, naja, so viel Umdrehung wie so ein halber McDonalds-Laden. Mega gut, man denkt bei Fleischkäse-Burger erstmal, jetzt kommt so eine rustikal-bayerische Nummer ums Eck. Aber dann ist doch irgendwie fresh und irgendwie lecker. Also nicht, dass bayerisch nicht lecker wäre, aber schön mit dem Ei oben drauf, was so einen Schmelz macht. Dann die Zwiebeln unten drunter. Bacon-Käse ohnehin super, Barbecue-Soße mega. Und vielleicht habt ihr mal Lust, Fleischkäse sowas zu machen, muss ja nicht immer original bayerisch sein. Sondern ich finde, das ist eine schöne Zutat, mit der man noch rumspielen kann. Mir war eine sehr, sehr große Freude, dass ihr alle mit dabei wart. Deshalb würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder über ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feins Grillen Barbecue. Macht's gut. Ich esse übrigens Burger mal falsch, falls euch jetzt schon aufgefallen ist.